Jetzt, also guten Abend, liebe Leute, wir fangen an eine neue Serie, nämlich das Buch Prediger. Okay, Prediger ist eine deutsche Übersetzung. Der heißt ja Predigen vom Tribune, irgendwo im Synagoge, in der Kirche. Das ist die Meinung, oder? Normalerweise ja. Okay, auf Hebräisch, das heißt Kohelet. Das ist ein Name. Also, Ekklesiast, es ist ein griechischer Name, der tatsächlich kommt vom Targum Shevim. Kennen Sie Übersetzung der 70er? Kennen Sie? Okay, es ist ein wichtiges Thema. Das heißt Septuaginta auf Griechisch. Das kennen Sie natürlich. Für Spaß. Okay, es geht um Folgendes. Ende des Zweiten Tempels, nach dem Alexander der Große Tod, Israel wurde zwischen Asien und Afrika ausgepflügt. Ja, das heißt, seine Königreich hatte europäische Teil, asiatische Teil und afrikanische. Zum welchen gehörte Israel? Judäa. Nämlich historisch, hinsichtlich sozusagen zum Afrikanischen. Das heißt zum Ägypten. Und im Ägypten, das war eine Dynastie von Ptolemäen. Ptolemäe war ein General, ein Vize vom, sozusagen, vom Alexander der Große. Er hatte eine berühmte Enkelin, die heißte sich Kleopatra. Okay, aber es war spät. Es war spät. Wirklich, die Kleopatra, sie war die Enkelin von der Ptolemäer. Im Kurz, die ganze Zeit, als Hallo. hallo, sehr guten Abend, gute Überraschung auch. Die ganze Zeit, dass Israel wurde zum afrikanischen Teil dieses Königreich gehört, das war alles gut, relativ gut. Als sie wurde übergenommen zum asiatischen Teil, zum Syrien sozusagen, zum Damaskus. Dann passierte Chanukka, dann passierte Krieg. Ja? Das heißt, das war die Epiphanus der Vierte, der wurde bezeichnet auch im jüdischen historischen Büchern, auch im nichtjüdischen, als eine Verrückte. Das war seine Spitzname. Epiphanus der Vierte, der Verrückte. In jedem Sinn. Er hat dann gezündet die Kriege. Ein, wie sagt man heute, ein nicht Petro, jemand, alles entzündet, gibt es einen Begriff in Psychiatrie, kennen Sie? Ja. Gibt es etwa? Wir nutzen heute im metaphysischen Sinn zum, die Politikerin, ja, die entzünden die Kriege. Brandstifter. Ja, das ist auf Deutsch. Richtig, aber das ist die Idee. Im Kurs dieser Epiphanus der Vierte, Verrückte, er war Brandstifter. Verrückte Brandstifter. Er provozierte viele Kriege, auch mit Juden. Und auch die was? Wie war der Name von dem? Epiphanus. Epiphanus Epiphanus. der Vierte. Die Probleme auch, dass er hat alle Kriege verlieren. Noch zum Schlimmen, zur verschlechten Situation. Wer er hat dann zu dieser Region gewonnen? Nun, wie gesagt, die Gewinner sind, stehen nicht vor Gericht, ja? Nur die Verlierer. Ja? So sagten die Nazis im Nürnberger Gericht. Ja? Wir sind im Gericht nur, weil wir haben verlieren. Das sind die einzelnen Gründe. Das war die Aussage. Alles andere haben wir nicht gesehen. Okay, aber okay. Also, und dann an die relativ ruhigen Zeiten, das heißt, wir reden über die zweite Jahrhundert vor Null, dann wurde eine starke Bitte zum Judäa, das heißt, eine Forderung, die eine Übersetzung von Torah ins Griechische schaffen. Kennen Sie das, die Thema, die Alexandrische Bibliothek Alexandria. Das Thema. Das war das Bibliothek in der Welt. Nach dem eigenen Zahlung
Sie hatten 1 Million Bücher damals. Ich erinnere, 1 Million Manuskripte. Okay. Viel. Also, was heute kennen wir im Flughafen als eine Deklaration oder eine Such? Ein Such, haben Sie die Drogen, die Waffen, die, ich weiß nicht was, die schmuggeln die Geld, die Diamanten und so weiter. Sie haben gefragt, in Alexandria, haben Sie eine Dusche? War die Frage. Und falls ja, eine seltene Dusche, dann Sie haben dieses Buch schnell befunden oder nicht befunden. Sie haben den Katalog erfunden dort, weil 1 Million Exemplare, du hast ein bisschen einige Jahre vor Computerzeiten. Ja. Du sollst irgendwie organisieren deine Königin. Also das heißt Katalog. Und dann sie haben das, die Bibliothek hat sich in den Hafen von Alexandria platziert. Natürlich Alexandria nach dem Namen Alexander der Große. Ja. Und dann, falls dieses Buch wurde gefunden, das heißt, das Buch schon gekannt ist. Und du gehst raus mit deinem Schiff. Aber falls nichts passiert, noch besser. Du wurde gestoppt und vermeidet zum Fliegen mit deinem Schiff und lebst dort in Alexandria, bis dieses Buch wurde kopiert. Auf nicht eigene Kosten. Ein Hotel, Essen, Trinken, zum Cinema, zum Theater damals gehen. Ja? Also die Leute konnten gewinnen ein halbes Jahr, eines Jahr Urlaub. Nicht auf eigene Kosten. Echte Geschichte. Im Kurz, das war die Bibliothek. Und diese Bibliothek wollte auch ein Exemplar von Tora, von dem jüdischen seltenen Buch. Die hatten nichts. Und die Klammern, die Ende dieser Bibliothek war ganz, ganz tragisch. Gesundheit. Das heißt, die damalige Dschihadisten sie haben diese Bibliothek verbrannt. Also das war die so genannte erste Khalifa. Also sie haben verweitet die Grenzen bis Marokko, bis Spanien am Ende. Und dann, das war eine sehr, sehr traurige Aussage, die kommt von diesen ersten Dschihadisten. Sie haben gesagt, wenn diese Bibliothek widerspricht die Klugtum von Allah und Koran, das muss man die Bibliothek verbrennen. Wenn diese Bücher die Weisheit von Koran und Allah widersprechen nicht, dann ist es übrig, weil sowieso gibt es Koran mit Allah. Also, egal was, du sollst diese Bibliothek verbrennen. Das ist wirklich was passiert. Das ist schade. Also, das ist eine die größte Verluste der antiken Welt, das haben wir erlebt, dass diese Bibliothek von hat uns einfach nicht erreicht. Wir kennen die Namen, die einige Bücher, die waren dort, aber nicht die Texte. Manche unserer Texte von alten Zeiten kommen von oder alte Griechen oder alte Rom, nicht von dieser Alexandrischen Bibliothek, aber durch diese Bibliothek und diese Forderung, das wurde erste Übersetzung vom Torah ins nichtjüdische Sprache geschafft. Also wir reden über die, wie gesagt, Opa von Kleopatra. Kleopatra war minus 100 rund, also das heißt 60, 80 Jahre vor. Also zweite 100 vor mir. Und dann nach Ägypten wurde 70 jüdische Waisen geschickt. Sie haben ein bisschen unfreundliche Gastgeber hat bekommen. Jeder hat im Gefängnis gesessen, im Einzelzimmer, mit Wasser, mit Essen. Und jeder sollte seine Übersetzung schaffen. Und dann, der Ptolemäus wollte vergleichen, ob jemand hat ihm nicht gelogen. Ob. Und dann, Talmud erzählt, hat ein Wunder passiert, weil jede Weise hat ein bisschen verändert, verdreht einige Worte vom Torah. Zum Beispiel,
Talmud erwähnt, dass seine Frau von dieser General Ptolemäus, sie war Frau Hase in unserer Sprache. Okay, und das steht im Torah, dass die Hase ist nicht koschere Tier ist. Also quasi ein bisschen Beschimpfung über die Frau. Und dann nee, umgekehrt. Die Frau wurde als Kaninchen, Frau Kaninchen genannt. Und dann die Weißen haben geschrieben, Hase und nicht Kaninchen. Im Kurz nicht beschimpfen die Frau. Jede auf seine eigene Gefährt hat das gemacht und alle 70 haben die gleiche getan. Das war die Wunde. Und gibt es noch einige Beispiele? Okay, also das ist die Geschichte. Das ist die Übersetzung von 70er Weisen oder Septuaginta auf Griechisch. Und dann, er hat nicht gestoppt, die Ptolemäus, und auch gefordert die ganze Tanach, die ganze Heilige Schriften, das heißt auch Propheten und Schriften schaffen, und das wurde auch beantwortet. Wie gesagt, Kanonisierung von Tanach, wir werden bald über die Predigerbuch. Es ist 400 vorne, also 450 in die Mitte. Ja. Und damals schon die ganze Tanach, die ganze jüdische Heilige Schriften wurden schon beschlossen und benannt als eine einzelne Korpus. Und dann die erste Wort, nee, das zweite Wort von diesem Predigerbuch, Ani Kohelet, Hayti Melech al Israel, ich bin Kohelet, wurde die König auf Israel, das ist das zweite Wort von diesem Satz, er war die Titel von diesem Buch. Okay? Und dann die Septuaginta übersetzt diesen Namen Kohelet auf Hebräisch als Ekklesiast. Okay? Deswegen Ekklesiast ist kein besonderes Wort, es ist einfach griechische Pronouns sozusagen zu meinem hebräischen Namen. Okay. Jetzt muss man auf erster Linie reden, warum dieses Buch ist überhaupt ins Heilige Schrift. Weil das war eine riesige Zweifel bei jüdischen Weisen, ob dieses Buch soll drin sein. Ich habe gesagt, dass diese Kanonisierung war ein Prozess, der hat sich über 200 Jahre dauert. Das heißt, wir befinden schon vom Hiskia die Königzeiten, also Ende erstes Tempel, aber nicht genau Ende, nicht Ende, Ende, Nacht zum Ende. Das war angestartet, diese Arbeit. Und dann alle Generationen später, dann erste Tempelzerstörung. Jeremia der Prophet schreibt sein Buch, Plage der Jeremiahu. Hezkel, der Prophet, überhaupt prophezeit zwischen zwei Tempels in Babylonien und sein Buch natürlich kommt später. Im Kurz schon mit zweiten Tempel in Jerusalem, nach Rückkehr aus Babylonien, die letzte Propheten, die letzten drei, Haggai, Zechariah und Malachi, sie als letzte prophezeiische Gewalt sozusagen. Wir haben gesagt, die Propheten waren die vierte Gewalt. Ja, heute ist es Zeitungen, Medien allgemein. Ja. Sie haben beendet diese Kanonisierung. Was ist heilig, was ist nicht, was ist drin, was ist raus. Und im ersten Redaktion, das heißt, ich immer vergleiche das mit Eurovision quasi. Eine Qualifikation, dann Halbfinale und Finale. Mit ersten Generationen, die Buch von Prediger, wurde das nicht geschafft. Er war draus.
Er hat gestanden als klarer Kandidat zum Apokryphen. Können Sie vorstellen sich, warum? Was waren die Lu Gründe von dieser Ablehnung und Unakzeptanz dieser Buch? Es ist ein sehr, sehr trauriges Buch an vielen Mhm. Stellen. Kann passieren. Die Klage der Miaus auch eine traurige. Das ist nicht. Wurden Und nicht ernst genommen? uns nicht freuen uns. Wenn es ist traurig, es ist traurig. Das ist nicht die Gründe. Weil die als Vollmacht nicht anerkannt wurden? Nein, es war anerkannt. Trotzdem, wir führen uns die Diskussion, wer ist der echte Autor von diesem Buch. Spoiler, es ist König Salomo. Keine Sache. Aber ich kann mal nachgewiesen. Aber die Gründe zum Ablehnung dieses Buch zum Heiligtum zu gehören, ist sehr, sehr interessant. Am Anfang, Talmud postuliert, das war eine private Weisung von Salomo. Also es ist gut, es ist klug, es ist smart, kann man vielleicht einen Kurs an der Universität nehmen über dieses Buch, aber es ist nicht heilig. Gute Beratungen von guten Psychologen. Dann, die zweite Meinung, immer kommt zweite Meinung, das Problem hat verschärft sich. Die Buch selber hat viele, viele Widersprechungen. Er widerspricht sich selbst. Auch, wir lesen das, wir lesen genau die Verse, es ist wichtig zu verstehen, diese Widersprüche. Es ist nicht, er widerspricht zum andere heilige Bücher, es ist auch. Die Buch mit unterschiedlichen Kapiteln und Versen widerspricht sich selbst. Das ist schon ein größeres Problem. Und noch schlimmer zum Vertiefen die Problemigkeit von diesem Buch. Er sagt ganz, ich sage nicht heretische Ideen, aber sehr, sehr problematische Ideen. Kennen Sie einige? Auf Hebräisch ist sehr, sehr bekannt. Fast jeder zweite Satz von diesem Buch hat mit der Zeit ein Sprichwort in Hebräisch geworden. Also, die viele Juden, viele Israelis, Leute, die herrschen Hebräisch, benutzen das alltäglich. Jeder zweite, wir zitieren das. Also, die berühmteste Zitat, ich habe auch eine Katze übrigens. Die ist noch Das ganz klein. Die ist ist ja klein, noch ganz klein. Ja, klein. das ist kleine Rudi. Kleine Rudi, du störst mich nicht. Ist eine große Rudi. Das ist sein Vater. In kurz, die König Salomo sagt, alte jetzt die Karpe. Du sollst nicht große Gerechte sein. Das ist genau umgekehrt, dass wir probieren zu unterrichten uns. Wir sagen, das soll man gerechtiger sein, ja, ein guter Mensch, ja, mehr Tora schaffen, mehr gute Taten und so weiter und so weiter. Er sagt, das ist umgekehrt. Wie kann das sein? König Salomo sagt, und das, die Gelder beantwortet alles. Wunderbar. Nun brauchen wir solche Buch, der sagt, das Geld, das ist die wichtigste. Ist das heilig, dieses Buch? Verstehen Sie die Probleme? Ja. Er sagt, sehr, sehr problematische Ideen. Das, was soll ich sagen? Es ist schwer zu übertragen. Leise, solche Ideen. Ja? Er sagt, geh es und trink und genieß deines Lebens. Das ist unser Ziel. Sag direkt, wir lesen diese Welt. Und freue mich, deine Frau. Wunderbar. Essen, trinken, Frau. No? Fehlt noch Fußball und weiß nicht, was noch. Perfekte Sache. Ah, ein Glas Bier. Okay. Wusstest du nicht. Er sagt das direkt, König Salomo. Essen und trinken und freue sich mit deiner Frau.
Der Unterricht ist ein anderes. Der Unterricht ist ein anderes. Sie sagen, lo lechem adochi Adam, dass der Mensch hat nicht nur auf dem Brot, das ist die Torah, sondern von dem Munde Gottes. Ja, das ist ein berühmtes Zitat von Deuteronomium. Kennen Sie, ja? Das heißt, der Satz redet, das muss man nicht begrenzen sich mit Materiellem. Soll man auch etwa geistig suchen und befinden. Und die König Salomo sagt, geh essen, trinken. Wie immer vorlesen die ein Teil von diesem Buch. Ich mache immer das als ich habe Beerdigung. Kennen Sie das? Zeit zum Frieden, Zeit zum Krieg, Zeit zum Leben, Zeit zum Sterben. Das ist eine lange Teil. Das ist Kapitel 3. Ich erinnere mich nicht falsch. Moment. Ja, stimmt, ist Kapitel 3. Sehr, sehr bekannt. Sehr, sehr bekannt. Viele christliche Kirchen und Pfarrer auch vorlesen. Ich war an christlichen Beerdigungen. Ja, also es ist, und es ist gut. Genau. Es ist einfach Kapitel 3. Zum jeder Zeit und zum jeder Dinge gibt es eine gewisse Zeit unter dem Himmel. Zwei Punkte. Und dann. Vielleicht schauen wir das von unsere Quellen, Zephania, Kapitel 3. Das ist die sehr, sehr liebliche Zitate. Stelle ich die an. Nein. Okay, das ist Share Screen, das Sie schauen meine. Das Sie sehen mein Computer. Okay. Also, alles hat seine Zeit. Seine Zeit hat jedes Ding unter dem Himmel. Es ist bestimmte Zeit für Gebären und für das Sterben. Eine Zeit für das Pflanzen und für das Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit für das Erschlagenen, für das Heilen. Eine Zeit für das Einreisen und für das Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen, eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit zum Steine zu werfen und eine um Steine aufzulesen. Ja, nach dem Krieg. Ja. Eine Zeit Prediger und zum Umarmen, eine Zeit zum Umarmen fernzuhalten. Ja. Eine Zeit zum Aufsuchen und eine Zeit zum Verlorengeben. Eine Zeit zum Aufbewahren und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerrissen und eine Zeit zum Heften. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Hassen. Ah, Zeit zum Lieben und zum Hassen. Eine Zeit zum Krieg und zu fahren und eine Zeit zum Friedens. Ne? Welchen Vorzug? Okay, und dann. Okay, also die erste acht Verse, sie sind sehr, sehr bekannt. Ja? Sehr, sehr bekannt. Also das ist ein kanonischer Text sozusagen. Kanonisch, dass auch die viele Christen das zitieren, und zum guten Grunde. Es ist gut, es ist gut. Also, wie gesagt, das Buch hat viele Reichtum, viele smarte und scharfe Ideen, aber auch viele problematische Ideen. Jetzt verstehen Sie besser unsere Weisen und Propheten um dieses Dilemma. Was machen wir mit diesem Buch? Ja, weil die Frage ist über die Bilanz. Was ist verwirklicht? Ja, die problematischen Ideen. Geh essen und trinken und die Gelder beantwortet alles. Oder doch die wichtige Idee, die heiligen Momente, die natürlich wurden von Anfang an identifiziert. Ja? Zum
vergleichen die Konkurrent gegen diese Buchprediger war sogenannte Weisdom von Ben Sirabo. Kennen Sie? Es ist ein Apokryph heute. Es ist sehr, sehr bekannt im christlichen, zwischen christlichen Dekanen. Ich habe jetzt einen Dekan, einen katholischen Dekan von Magdeburg getroffen. Er wird zitiert. Es ist sehr, sehr auch ein klassisches Buch beim katholischen Kirche. Es heißt Weisdom Ben Sira. Ben Sira, es ist auch eine Geschichte. Gibt es eine Version? Er war ausgewogen. No, Rudi. Er war ein ungewöhnlicher Sohn vom Jeremia der Prophet. Gibt es eine Version? Ich sage nicht, dass es wirklich passiert, aber in kurz, wenn wir reden über die künstliche Fruchtbarkeit, die Talmud sagt, ja, es ist möglich. Schon damals. Und bringt die Geschichte von Ben Sira. Der sagt, dass Ben Sira, das ist eine Version. Es ist unentschieden im Talmud, oder ja oder nein, ja? Wie immer es passiert. In solchen Geschichten im Talmud sagt, Ben Sira war eine Sohn von Jeremia der Prophet im sehr, sehr problematischen Weg. Okay, es ist in die Klammer, das ist nicht wichtig. Jeremia hat eine Wanne bekommen. Ja, muss man verstehen, das war sehr, sehr wenig Wasser. Ja, also hatte man keine Rohre damals. Ja, also das Wasser wurde wieder und wieder genutzt. Im Kurz, Irmiau hat geschlafen in die Wanne mit Wasser und seine Seme hat durch den Schlafen ein bisschen rausgenommen. Und dann eine Frau hat danach eine Wanne bekommen und hat schwanger geworden von dieser Samen. Also, das ist klare, indirekte, aber doch eine politische Fruchtbarkeit. Also, und dieses Kind war Ben Sira. Nach der Tat, okay? Also, ein Sohn von Irmiau, aber er hat nicht gemeint. Niemand hat gemeint. Also, das ist eine kurze Ausführung von so einer privaten Gelegenheit in Ben Sira. Aber Ben Sira war auch ein sehr, sehr kluger Mann und auch eine Buchverfasser, die sehr, sehr ähnlich zum Ekklesiast, zum Kohelet-Buch. Hat viele, viele Parallele und ähnliche Ideen. Also, dieses Ben Sira-Buch wurde sicherer. Sie kennen alle sicher in unserem Leben, bis es unsicher. Er war sicherer Kandidat zum jüdischen Bibel geworden, aber am Ende hat nichts geschafft. Und dann, es wurde gedreht. König Salomo drin, Ben Sira raus. Das ist Ende der Geschichte. Heute wieder Ben Sira, es ist ein apokryphisches Buch. Die wieder fast mit gleichen Worten erzählt die gleichen Ideen. Und das ist, dann kommt die große Frage: Wer hat von wem kopiert? Natürlich, König Salomo hatte 600 Jahre vorgelegt. Das heißt Ben Sira. Er war der Zweite, chronologisch. Okay. Das war auch ein Motiv, warum Ben Sira wurde draußen, war. Ein bisschen Verdacht zum. Wie sagt man, heute bei uns ist seine Verbrechen, kopieren, nur Plagiat. Also eine Plagiat. Ja. Ist keine gute Idee, ein Plagiat in die jüdische Bibel mitbringen und noch kanonisieren. Es kann sein, kein Plagiat. Aber wenn es ist schon ähnlich, dann nimmst du die Älteste. Okay. Im Kurz, Talmud, im Band Bava Batra, sagt interessante Geschichte. Am Ende erste Kapitel er erzählt über diesen Prozess, die Kanonisierung. Das alles das haben sie erzählen mit Hiskiau. Hiskiau, der König und seine Partei, das ist die Sprache von Talmud, haben angefangen mit dieser Kanonisierung. Und sie haben
geschrieben. Das heißt, nie geschrieben zum nicht Papyrus, zum Papier. Die Bücher von Ischiau, der Prophet, Buch von Sprüche König Salomo, Shira Shirim, nun, Koelis, das habe ich ein bisschen gelernt, danke Solveig, ja, und Prediger, Koelis. Also, sie haben, das heißt, diese Texte wurden viel, viel Zeit, wurden bekannt als eine nicht schriftliche Buch, ein mündliches Buch. Das ist sehr, sehr jüdisch. Ein Buch, der nicht geschrieben, ein mündliches Buch. Ich habe schon gesagt, bis heute gibt es einige, die sind mündliche Bücher bei uns und nicht schriftlich. Und deswegen, ich habe gefragt, nur was passiert mit ChatGPT? Gibt es ein rabbinisches GPT? Nun, Herr Rabbiner, du bist in Gefahr, dein Job, du gehst verlieren. Wer ist verlieren? Ich habe verlieren meinen Job. Was? Ich wurde nicht als Hebräer geboren. Also kann man nicht sagen, okay, ich habe ich war immer und werde immer Rabbiner. Aber doch, die ChatGPT mit seinen Stärken Seiten, er kann besser von mir zitieren. Er kann schneller von mir die richtige Textstellen und Zeile befinden. Keine Frage. Aber er weiß nur, was ist schriftlich geschrieben und ausgedrückt. Und was ist nicht geschrieben, er weiß nicht. Und ich weiß. Da habe ich mal mit ChatGPT einen Streit angefangen. Da war irgendeine Idee, die sie mal mir gegeben hatten. Und das habe ich dann ChatGPT dazu gefragt und dann hat er das abgestritten und also bin er, also aber bibelfest ist er, das ist richtig, ja. Wieder, es ist nicht böse Dinge, es ist gut. Aber jeder hat seine Stärken, außer dass der ChatGPT im Schabbat funktioniert nicht. Das ist Schabbat, Fest, Yom Kippur, das ist auch richtig. Aber für solche Dinge gibt es Rabbiner Google, ja. Das Rabbiner Google schon funktioniert jahrelang, er ist gut, aber bis Schabbat. Am Schabbat, er ist berührt sich. Ja? Also im Kurz. Es ist wirklich gutes Geschirr, aber es ist nicht, das vermeidet uns als Rabbiner zu unserer Stelle, das nur erzählen. Das gibt es viele, viele Texte und massiven und Informationen im Judentum, die sind mündlich, absichtbar. Das ist die Idee. Sie müssen verstehen, das Talmud, dieselbe, er war mündlich von Anfang. Und es war die Meinung, ihn nicht aufzuschreiben. Es war nur passiert wegen der Tragödie, dass die Römer hatten die Juden morden und morden. Und das war die Gefahr, dass die mündliche Tora wird vergessen, ganz. Und noch die Schuld von Rabbi Akiva. Ja, 24.000 wurden ermordet. Also, das heißt, was haben wir heute, Talmud als ein Buch, ein Korpus, 26 Bücher. Das ist Postfaktum. Es ist nicht von Anfang. Rudi. Also, nach dieser Talmud, Talmudstelle, dass die Buch von König Salomo, das heißt, dieser Prediger, er war mindestens 300 Jahre, vielleicht 400. In kurz viele, viele Zeiten benannt als Buch. Aber doch wurde nicht herausgegeben. Und deswegen, es kann sein, dass die Buch hatte mehr Kapitel und mehrere Verse im Original. Das hat uns erreicht. Und ehrlich, es gibt direkte Nachweise über diese Dinge im Heiligen Schrift. Passen Sie auf. Es steht im Könige. Könige 1, Könige 1, Römische, Kapitel 5, Vers 12. Wedeber schloss Alafim Moschal und König Salomo hat 3000 Sprüche geschrieben.
Natürlich, Talmud meint die Sprüche Salomos. Aber dort ist es weniger von 3000 Versen. Okay? Es ist doch ein langes Buch. Es war so über 20 Kapitel, 27 Kapitel. Aber doch nicht 3000 Sätze. Das heißt, nicht die ganze Buch hat uns erreicht. Und noch, und in diesem Vers im Könige 1 steht, dass sein Lied war 1005 Vers. Das ist natürlich Shir HaShirim, Lied der Lieder. Dass doch auch dieses Buch enthält wenige von 1000 Versen. Das heißt, Sie können sagen, das ist Zensur, wir können sagen, das ist unwichtig für uns. Das heißt, es kann sein, diese Verse wurden nur die Prophezeiung zu seiner Zeit, nicht für uns. Das heißt, es ist unwichtig für uns. Und das ist die theologische, rabbinische, gläubige Antwort. Ja? Es ist für uns wirklich unwichtig. Alles, was ist wichtig, die Propheten haben kanonisieren. Das ist danach. Okay? Und deswegen, das war dieser Prozess Kanonisierung. Auswählen, was ist wichtig zum Heiligtum, wichtig zum Ewigtum, zum alle Generationen, auch für uns im Jahr 2023. Und was ist war wichtig nur damals, in dieser alten Zeit. Ja? Also, wir haben darüber schon gesprochen, ja, dass über die geheime, quasi geheime Kapitel von Daniel, die Propheten, die viele, einige christliche Kirchen behaupten, sie haben mehrere Kapitel von Juden. Dort quasi steht, die großen Geheimnisse, wann der Messias kommt, das heißt jetzt, nach dieser Interpretation. Und wir haben, naja, wir haben nur 12 Kapitel von Daniel. Wir haben keine 13, 16. Nein. Also, es kann sein, im alten Zeiten was mehrere Kapitel. Kapitel, aber es ist unwichtig für uns. Okay, jetzt über die Identifikation. Wie kann man identifizieren zwischen dem Autor dieser Buchprediger und der Persönlichkeit von König Salomo? Was sagen Sie? Also er fängt ja damit an, dass er ein König ist und dass es ja weise ist. Also Na gut, jeder König sagt er weise. Haben Sie eine Diktator, der sagt, ich bin dumm? Vielleicht Lukaschenko kann was los sein. Er ist eine Ausnahme. Okay. Okay, das ist richtig. Auf erster Satz, er sagt, ich war die Königin Jerusalem. Also, die eine Autor, aber es ist jemand für den König, es waren viele Könige. Aber dann, wir gehen zum Kapitel 2. Dann, wir sehen uns genau. Ich wieder nehme den. Okay, Sie sehen meinen Text. Also wir sind im Kapitel 2 von Vers 4 und weiter. Ich machte große Werke. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Oh, Weinberg ist unser Thema. Koscher Wein. Ich machte mir auch Gärten und Lustgehege. Und pflanzte darin allerlei Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche. Oh, ist es wichtig. Im Nahen Osten mit sehr wenig Wasser. Daraus einen Park zu bewässern, in dem alle Bäume wuchsen. Ich kaufe Knechte und Mägde und Hausgeborene hatte ich. Auch Herden von Rindern und Schafen hatte ich mehr als alle, die vor mir waren in Jerusalem. Ich sammelte mir auch Silber und Gold. Oh, es ist eine gute Kollektion, gute Sammlung. Schätze der Könige und Länder. Oh.
Ich schaffte mir Sänger und Sängerin. Wir reden über diese zwei Worte, das ist ein wichtiger Punkt, an und die Wollust der Me Menschenkinder, Sklavinnen in Menge. Ich war also reicher und mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Überdies verlieb mir meine Weisheit. Was sagen Sie? Schlimm. Nichts, was meine Augen verlangte, entzog ich ihnen. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Mein Herz erfreute sich all meine Mühen, denn eben das war mein Teil an all meine Mühe. In kurz, okay, und dann er sagt, und kein Gewinn unter der Sonne, ist schon Depression kommt. In kurz, wir können einfach identifizieren, der reichste König der Jerusalem war natürlich der König Salomo. Also wir können identifizieren das ganz einfach. So sagt auch die Königebuch. Das heißt nicht er. Er scheint über sich selbst. Dann kann man sagen, ich war der größte Diktator der Welt. Ja? Sacha Baron Cohen mit seinem Team. Ja? Also kann man jeder sagen über sich. Es ist in Ordnung. Aber wenn du hast eine neutrale und noch besser prophezeiische Nachweis, das ist besser. Das heißt, das ist objektiv. Ja? Und nicht subjektiv. Und die Königebuch, die hat auch Hiskia, der König und seine Partei, nämlich die letzte Propheten, haben verpasst. Ja? Wie bezeichnen wir diese oder andere König? Er war gut, er war böse. Was bezeichnen wir das für nicht? Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, eine Idee, die vermutlich echt passiert, dass gewisse Zeiten König Salomo wurde rausgenommen von seinem Königstuhl. Das befinden Sie nicht im Königebuch und den Texten. Aber gibt es doch viele Hinweise im Talmud und jüdische, alle anderen Schriften. Das heißt, es ist vermutlich die Geschichte, die ehrlich passiert. Aber die Propheten haben gefunden zu wichtig, diese Geschichte vermeiden, eindeutig drinnen geschrieben. Verstehen Sie? Das heißt, eine Redaktion. Nicht alles, was echt passiert, muss man schreiben. Ja? Also, es steht ein einfach Königebuch, das heißt, die ersten 8 Kapitel, erste 9, sogar 10 Kapitel von Könige 1, das ist König Salomo. Im ersten Kapitel König David, er stirbt, sein Vater, und dann Salomo kommt. Und dann, die Buch Könige sagt, und Salomo hat gemacht, Silber wie Steine in Jerusalem. Das heißt, so reich war er persönlich und auch seine Königin. Ich wieder erinnere die Idee, dass damals war keine Trennung zwischen privaten Geldern und königlichen Geldern. Es war alles zusammen und gehört zum König. Noch besser, ja? Also, nach unserer Vorstellung heute ist es natürlich Korruption, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber damals war es so, es war. Ja, also das er hat gemacht, auch für sich selbst und auch für Israel. Damals nur vereinigte Königtum, nicht zwei, noch ein Königtum. Ja? Also in kurz, wir können uns ganz ruhig vorstellen, dass er war der reichste König Jerusalem und alles, was er hat uns erzählen, das hat er gemacht. Zum Beispiel die anderen Könige, die wurden natürlich seine Nachkommen. Groß, Enkel, Enkel und so weiter. Oh. Ja. Sie waren manchmal arme und nicht so reich. Ja, also dann braucht man Geld, Gold und Silber und keine Steine, echte Silber. Ja. Vielleicht heute auch bei uns, in unserer Zeit, Silber ist nicht so teuer. Das kennen wir uns alle, ja? Aber doch, das Silber ist eine, wie sagt man, reiche Metallen. Das ist die Definition. Edelmetall. Edelmetall, ja? Also damals waren noch zum Edelmetall gehören Bronze und Kupfer. Vielleicht heute ist es Kupfer nicht so wichtig, aber doch, wir nutzen das zum unterschiedlichen Radioteile, ja? Mikroschemen und so weiter.
Also, das ist die erste und die große Nachweis. Die tatsächlich. Gibt es noch Nachweise über die Differenzierung zwischen die Kohelet und Salomo? Weil auf einfache Sinn, das ist andere Name. Und wenn es ist andere Name, es kann sein, es ist andere Person. Jetzt am Ende Unterricht, ich erkläre etwas sehr, sehr wichtig über den Namen. Also die Nachweis Nummer zwei, das gibt es ähnliche Teile zwischen Hohes Lied, Shir HaShirim, Lied der Lieder und die Predigerbuch. Lied der Lieder, das ist Kapitel 8, über die Weinberg. Ja, das immer geht um die Weinberg. Und Salomo redet über seine eigene Weinberge und es ist fast mit gleichen Worten. Also das ist die gleiche Stil. Okay? Also das ist eine stilistische Parallele. Okay. Nummer drei. Es ist bekannt, dass König Salomo hatte 1000 Frauen. Das ist sehr, sehr bekannt. Viele neiden ihm, viele hassen ihn über diese Dinge. Aber wir nehmen das, wie es ist. Aber wieder, er hat, um präzise, er hat 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Okay? Also das ist nicht gleiche Ebene. Ich wiederhole. Natürlich gibt es ein Problem mit König Salomo und Frauen. Das ist bekannt. Wir reden darüber. Doch, die sagen die Folgendes, die mehrere Probleme ist mit den Frauen und nicht mit Nebenfrauen. Das heißt, diese Frauen, sie wurden, ich habe gesagt, es war stattdessen diplomatische Beziehungen. Und die Könige Buch bringt zum Beispiel seine Heirat mit Tochter des Pharaons Ägyptens. Ja? Das steht drin. Am Kapitel 7. 7, 8. Also Kapitel 8, das ist ein Dank des Tempels. Kapitel 7, das ist seine Heirat mit Tochter des Pharao. Und es ist klar von dem Text, das war ein Schritt, um einen Krieg vermeiden. Ja? Also wir wissen nicht, hat er geliebt, diese Frau? Hat er nicht geliebt? Hat er mit dieser Frau gelebt, tatsächlich weiter oder nicht. Nach einiger Hinweise, wir wissen, dass viele solche Frauen wurden zurück zu seiner Heimat geschickt. Also sie waren, wie sagt man, lebendige Witwe. Ja, das heißt, eine verheiratete Frau und ein Mann, die begrenzt ist und lebt ohne den Mann. Also, und er redet über diese 1000 Frauen auch in diesem Buch, Kohelet, Prediger. Ja. Am Ende seines Lebens, er hat bereut, König Salomo, über die seine 1000 Frauen. Und er sagt, Alte ten Hashim, du bringst eine Beratung zum einem jungen Mann. Jeder Junge sagt, bring nicht deine Kräfte zu den Frauen. Das hat er gemacht. Und deswegen, er hat ein bisschen über 50 Jahre alt verstorben. Er hat nicht gerechnet, sogar die Jahre von seinem Vater, König David, mit 70, 72 verstorben. Er hat Mitte 50 verstorben, König Salomo. Genau auf diese Probleme. Zu viele Frauen, zu viele Beziehungen, zu viel Verkehr. Direkt. Das alle behaupten das. Keine Schweigen. Ja? Also alles zu viel, das ist nicht gut. Muss man begrenzen. In jedem Feld. Okay. Noch einen Nachweis. Er hat viele, viele Sprüche über die kluge Mensch und eine dumme Mensch. Kennen Sie? Er redet das viel. Und das ist sehr, wir zitieren viele. Weil dieses Buch, wir zitieren viele, viele seiner Sätze, ist sehr, sehr klug und kurz und scharf. Also seine Stilistik ist sehr, sehr ähnlich zwischen Sprüche des Salomos und Ekklesiast. In die Sprüche steht direkt sein Name.
Und die Lieder auch steht direkt seinen Namen. Shira Shirima Shelle Shlomo. Hohes Lied für Salomo. Der erste Satz steht seinen Namen. Auch in die Mishlei, die seine zweite Buch, auch steht direkt sein Name. Nur im Prediger, er steht wie eine Kohelet unter seinem anderen Namen. Okay, und jetzt, ich will beenden über die Namen. Es ist bekannt, dass viele Leute in Vergangenheit hatten viele Namen. Ja? Abraham, Abraham, ja, die Gott verändert die Namen. Sarai, Sarah. Jakob hat drei Namen. Kennen Sie? Jakob, Jakob Israel. Israel und Jeschurun. Steht in Torah. Okay. König Salomo hatte auch drei Namen. Ich zitiere Midrash Lieder. Drei Namen wurde er genannt. Jedidia, Salomo und Kohelet. Okay, also wir haben die Quellen, dass er auch hat drei Namen. Gibt es die Leute, die hatten sieben Namen? Jitro, zum Beispiel, der Schwiegervater von Moses, hatte sieben Namen. Steht ein Hinweis im Torah, Talmud sagt direkt seine sieben Namen und so weiter und so fort. Aber jetzt die große Neuigkeit. Wir uns auch haben drei, sieben und 17 Namen, uns alle. Verstehen Sie, dass eine Vorname, eine Vatersname, eine Muttersname, einen Nachname, ist es schon viel? Ja? Okay. Gehen wir weiter. Herr, Frau, noch? Ein Teil von den Namen. Spitzname? Und so weiter und so fort. Also wie uns auch, Rudi, wir uns alle haben viele unterschiedliche Namen. Und muss man verstehen, das ist sehr, sehr wichtig, dass Dynamik ist nicht nur die eine Begriff, eine Definition, wie heißt du und wie heißt er. Name, es ist eine Bezeichnung von Verbindung zwischen unterschiedlichen Menschen und sogar, wie eng und nah diese Personen, jeder zum anderen. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir eine Gerd Müller. Ja? Also er ist Gerd, er ist Müller, schon zwei Namen. Bum bum. Er ist Lehrer, zum Beispiel in der Schule, also beim Ei. Beim Schule, er ist Herr Müller. Für die Freunde von der Schule, er ist ein Brandstifter, weil er hat in der 5. Klasse in der Schule sehr einfach verbrannt. Ja? Für die anderen Freunde, er ist Gerd, der Fußball spielt. Und so weiter und so fort. Also diese Gerd Müller hat 10, 20, 30 Namen. Im Militär, er ist etwa noch etwa. Und so weiter und so fort. Verstehen Sie? Also für die Frau, er ist mein Schatz, weiß nicht was, mein Schatz ist Standard. Meine Zitrone, okay? Deine Spitzname beim Frau, ja? Nur für zwei, ja? Ich kenne solche, ja? Also das heißt, es ist eine intime Name, nur die Mann und Frau verteilen, ja? Meine Zitrone. Also nicht die Schüler, nicht die Kollegen und nicht die, weiß nicht was, Innerministerium weiß und nutzt diesen Namen. Verstehen Sie die Idee? Das heißt, jeder von uns trägt 10, 20 und 30 Namen. Und das ist völlig in Ordnung. Diese alle 30 Namen, unsere Namen, sie bringen einen Aspekt, eine Sicht von unserer Persönlichkeit, von unserer Geschichte, von unserer privaten Erfahrungen und Erlebnissen. Was haben wir gesagt? Was haben wir getan? Ich habe einen Spitznamen zwischen meinen Freunden von meiner Sektion. Ja, ich war gut im Hebräisch. Also es ist von dieser Zeit. Ja. Alle konnten nicht, ich konnte. Ja, okay, das ist von dieser. Ja, das nur einzelne, ein Rabbiner in USA, ein Rabbiner in Israel, sind noch erinnern diese Namen. Das ist ein Spitzname von 16 Jahren. Und so weiter und so fort. Okay?
Also, das heißt, wir sind enge Freunde von sechs. Unsere sechs. Okay. Also, deswegen, wir müssen verstehen, dass unterschiedliche Namen nicht widersprechen, sondern sie erfüllen und geben uns noch bessere und größere Bild. Okay? Und deswegen, dieser Mensch, manche bekannt als Salomo, aber manchmal als Kohelet, Ekklesiast. Das heißt, es ist eine andere Facette von seiner Persönlichkeit. Und deswegen ist es wichtig. Jedes Wort in Heiligen Schriften wichtig ist, jeder Buchstabe ist wichtig ist. Und deswegen, dieser Name trägt eine Deutung. Die ist andere Deutung von Salomo oder Jedidiah. Und nächster Unterricht, ich erzähle, was heißt dieser Name Kohelet auf Hebräisch. Okay. Danke. Bitte, bitte, die Fragen. Gibt es bei den Namensänderungen, da ist ja auch bei der Frau von Abraham die zweite Frau, die hat ja auch mehrere Namen. Genau, Gibt das ist genau die Keturah, genau die Idee. es. Sie war mal Agar, das Ägyptianerin, mit gewissen Vorteilen und Nachteilen, aber als Keturah, sie ist quasi andere Frau, sie hat verbessert sich. Das ist ein deutlicher Midrasch, ein deutlicher Quelle. Und deswegen sie genannt unter anderem genauso. Genauso. Weil ich frage mich für mich selber auch, ich heiße ja Christel mit Vornamen und der Name passt überhaupt gar nicht mehr zu mir. Und der macht mich auch unzufrieden, dass ich den habe. Und wie wird das im Jüdischen gehandhabt, wenn dann der Name geändert wird? Okay, es ist ganz einfach. Wir behaupten, das muss man zufrieden überhaupt in seinem Leben sein. Von jeder Aspekte und auch von seinem eigenen Namen. Privatname, Nachname, wie Sie wollen. Ja. Deswegen Sie und jeder von uns hat völlig Anspruch, verändern seinen Namen, wann Sie wollen und zum was Sie wollen. Okay? Und es ist sogar manchmal empfiehlt, wenn es geht nicht gut, zum Beispiel gesundheitlich, wenn es geht nicht gut, wir verändern den Namen in der Synagoge und beten etwa. Wir bringen einen übrigen Namen. Raphael, Raphaela und so weiter. Wir haben wirklich, es ist eine sehr, sehr bekannte Idee, das kann man, darf man und manchmal muss man. Wir haben in unseren Gebetsbüchern Gebet, die heißt zum Namen Veränderung. Okay? Wir sagen das. Wir sagen das manchmal. Nicht von gesundheitlichen Gründen. Ich habe meine Frau hat eine Freundin. Sie waren glücklich, hat getrennt von einem Mann, war Rabbiner, aber egal. War nicht ein guter Mann. Und dann sie hat gekündigt, ich habe meinen Namen verändert. Hat ein WhatsApp geschickt von uns alle. Bitte nennen Sie mich so und so. Und was denken Sie darüber? Sie hat wieder geheiratet. Ich war Schatkan, aber das ist nicht das Wichtigste. Ich habe den Mann, jetzigen Mann, habe gefunden, nicht in Deutschland, habe ihn mitgebracht nach Deutschland. Es war jahrelang. Sie sagte nein, die beiden sagten nein am ersten Treffen. Okay, es war Erfolg nach zweitem und dritten Jahr. Jetzt ich habe schon eine Tochter, alles gut. Und sie sagt, nur du weißt, nur mein Patent, mein Trick hat Erfolg. Ich bin jetzt im Ordnung, eine glückliche Frau, neuer Mann, normale normative Leben, mit noch einer Tochter. Also, wieder diese Namenveränderung nach dem Kabbalah. Die Idee ist, dass jeder Name trägt seine andere, trägt andere Lebenseinrichtung sozusagen. Deswegen, der Gott verändert den Namen von Abraham und Sarah, verändern seine Schicksal
Erstens, dass sie sollen ein Kind bekommen. Ja? Weil mit diesem Namen, sie haben kein Kind. Das sogar Abraham sagt zum Gott. Abraham wird kein Kind bekommen. Ich weiß das. Er war guter Astrologe. Okay? Wie Gott sagt immer, nun, du bist guter Astrolog, dann verändern wir deinen Namen und du bekommst ein neues Leben, neues Wegen des Lebens. Und deswegen kann man auch in jeder Art seinen Namen verändern. Das ist völlig in Ordnung. Bei uns ist es sehr, sehr legitim. Es ist nicht unbedingt, dass sie sollen laufen nach Bürgersbüro. Wissen Sie was? Ich bin heute Sarah. Es ist egal, was steht in die Papiere. Das Wichtigste, wie haben Sie sich definieren? Wie haben Ihre Freunde nennen wollen? Deswegen, beim Juden ist es ganz normal, dass die Leute haben viele Namen, einen jüdischen Namen in die jüdische Umgebung, einen bürgerlichen Namen in nicht-jüdische Umgebung, auf der Arbeit und so weiter und so fort. Wieder dieses Thema, viele Namen. Und das ist die gleiche Person. Also jemand ist Robert auf Arbeit, in der Synagoge ist Ruben und so weiter und so fort. Für die Freunde, er ist Rubi und dann. Also Sie können natürlich, wenn Sie nicht zufrieden, zum welchen Namen der Welt verändern. Es ist Anspruch auf sich selbst. Ja? Wie die Feministen sagen, ich bin mein Körperbesitzerin, die gleiche noch vorherig, auch die Männer. Wir sind Besitzerin auf uns, auf unsere Körper, auf unsere Seele und deswegen auch auf unseren Namen. Wenn wir wollen einen anderen Namen, okay. Es ist völlig in Ordnung. Und es ist nicht unbedingt eine bürokratische, dass sie sollen alle Ausweise, alle Diplomen verändern. Nein, es kann sein mündlich. Und deswegen in rabbinischen Diskussionen gibt es viele Diskussionen, welcher Name, wann, papa, papa. Ja, weil er wurde genannt als Geburt, bei Mutter so, beim Vater so, bei Beschneidung so, zum Torah im Synagogen gerufen so, die Leute kennen ihn so. Welche Namen haben wir im Ktuba? Verstehen Sie schon die Frage? Welcher Name, welcher Name, welcher Name? Das ist die klassische rabbinische Diskussion, das wir immer führen. Also gibt es die Namen zum Heiraten, zum Trennen, also zum Trennen, wir schreiben alle Namen, auch die Spitznamen, ja, wenn es kommt zum Trennen. Ja. Was schreiben wir auf die, weiß nicht was, Matzeva, auf Grabstein? Ja. Was wurde geschrieben in dieser Ausweis, anderer Ausweis? Es ist alles in Ordnung. Es ist wie gesagt, es ist die gleiche, dieselbe Person. Kann haben 10, 20 Namen. Oder gemacht. Es ist normal bei uns. Okay, danke. Und wir sehen viele Beispiele, ja, in Heilgeschichten, die Leute verändern seinen Namen. Das heißt, es ist nicht umsonst, dass solche Ideen kommen zur Welt. Es unterrichtet uns. Sie und nur Sie entscheiden. Kein Rabbiner, keine Rabbinerin, kein Minister, kein Präsident. Sie entscheiden. Und dieses Gebet dafür, das wird dann aber vom Rabbiner gemacht, dann auch, oder? Ja. Ich bin der Meinung, dass die Nochiden, genau wie Juden, sollen mindestens eine Name vom Heilgeschriften haben. Ich sage nicht nutzen, haben. Ja, nutzen das schon eigene Bescheid. Ja? Ich war in Deschkowitz und einige Schabbatot hatte die Zeremonie, die Leute, die wollten, nicht alle wollten, haben die Namen von Tanach gegeben. Ganz einfach. Ich habe gesagt, ich will Schmuel sein, Samuel. Im Ordnung. Du bist Samuel. Durch diese Gebet. Es kommt normalerweise mit Torahlesung, also oder am Schabbat oder Montag, Donnerstag. Normalerweise es kommt am Schabbat. Am Schabbat ist mehr Zeit und die Leute sind beruhigt. Manchmal machen wir eine Mahlzeit,
alles und solche Ereignisse. Ja, also ich bin der Meinung, ja, dass eine Name von Heiligen Schriften, es ist mindestens gut, mindestens haben. Also, das wissen Sie, das ist mein Name. Nutze ich oder nutze ich nicht, das ist schon zweite Ding. Und wieder, es ist mehr unformal, es ist keine Bürokratie. Es ist, Sie wissen, das ist Ihr Name. Okay. Danke. Gerne. Gut, dann haben wir etwas über die Namen gelernt, etwa über die König Salomo. Also, nächste Unterricht wieder, es ist eine lange Serie, ich garantiere euch. Es ist eine lange Serie. Es ist, dieses Buch es ist nicht so kurz wie Lied der Lieder. Es ist nicht so kurz wie Esterrolle. Es trägt was? 12 Kapitel. Und wieder, es trägt viele, viele Ideen, dass es wird sich, ja, es soll mindestens einmal zu lesen und zu verstehen. Aber wieder die große Problematik von diesem Buch, innere Widersprüche. Und deswegen muss man lernen und viel lernen. Also wir sind nicht ein und nicht zwei und nicht 3 Monate in diesem Buch. Nur das wissen Sie. Gut. Danke. Dann einen schönen Abend. Und Danke Ihnen auch und danke bis für nächste, den bis nächstes Dank Mal. auch. Vielen Ja, Dank. danke. Shalom. Shalom. Okay. Shalom.